Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Antichrist von Kaiser in der Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Deluxe Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Antichrist von Kaiser, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, das Ganze ist hier noch verschweißt. Einmal auf der Seite öffnen. Jawohl, und dann kann es auch schon losgehen. So. So sieht das Ganze dann aus. Wie wir hier unschwer erkennen können, ist dann hier noch etwas aufgeklebt. Das werden wir auch mal abnehmen. Das Ganze ist hier mit einem Klebestreifen dran gemacht. So. Das sind jetzt noch ein paar Reste, die werde ich dann später entfernen. Wir haben hier die Deluxe Edition von Antichrist. So sieht das aus. Hier oben lesen wir einmal den Namen des Interpreten Kaiserschnitt. Dann lesen wir unten Antichrist, dass hier etwas speziell geschrieben ist, also das T in dem Fall ein umgekehrtes Kreuz, passend zum Albumtitel. Dann haben wir hier zwischen den beiden Worten ein Underline, fette Buchstaben und schmal geschriebene Buchstaben, groß und klein geschriebene, und das I ist in dem Fall dann noch ein Einser. Jawohl. Hier haben wir dann einen, dürfte wohl ein Mann sein, einen Pfarrer, der hier scheinbar vor einem kleinen Mädchen steht. Das Gesicht des guten Mannes sehen wir hier nicht, aber es wirkt irgendwie so, als hätte er keine guten Absichten. Und dann haben wir noch ein kleines Mädchen, das vor ihm steht mit blondem Haar und einem weißen Engelskostüm. Also ein sehr schönes Cover an und für sich. Im Hintergrund Himmel und ein Feld. Also hier mitten im Feld die beiden, sehr harmonisch, bis eben auf die Tatsache, dass der Herr, glaube ich, mit diesem Mädchen nichts Gutes vorhat. Auf der Seite haben wir hier diverse Zahlencodes, genauso wie hier unten. Hier lesen wir Teil 1. Auf der Seite lesen wir auch Antichrist. Auf der Rückseite dann einmal groß Anti zu lesen hier auf den Engelsflügeln. Die wurden hier dann scheinbar beschmutzt oder besprüht. Und auf der Rückseite haben wir dann auch noch die Tracklist. Wir haben hier 17 Tracks auf dem Album, plus eine Instrumental-CD und dann auch noch zwei Bonus-Tracks. Okay, Features haben wir lediglich zwei, also zumindest hier sind nur zwei angeführt. Einmal hier Track 13 mit Fetisch Solo und dann einmal hier Bitte kommen mit Mr. Charlie. Dann haben wir unten die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Hier kommen uns eine unterschriebene Autogrammkarte bzw. unterschriebener Sticker entgegen. Zu dem kommen wir dann noch gleich. Auf der linken Seite haben wir einmal das Booklet und einen Einleger. Was lesen wir hier? KMK, Join the Team, Become a Member, KMK Club. Okay. Top-Qualität im KMK Shop. Also hier kann man dann Merchandise von Kaiser erwerben. Und jetzt kommen wir zum Booklet. So. Also, Cover kennen wir bereits, das Ganze natürlich dann entsprechend im Hochformat, da das ja kein reguläres Albumcover ist, sondern eine Deluxe Edition. So, okay, jetzt sehen wir doch das Gesicht dieses Pfarrers. So sieht er aus hier. Sieht verdächtig nach Perücke aus hier. Brille und blonde Perücke, okay. Dann haben wir einzelne Tracks hier aufgelistet, inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat. Okay. Also das Ganze hier in Schwarz-Weiß und Rot gehalten. Dann haben wir hier wieder diese beschmutzten Flügel plus das Gesicht des Pfarrers. Die weiteren Tracks mit den Infos dazu. Dann hier die gesamten Credits zum Album, also wer an diesem Album mitgewirkt hat. Dann nochmals hier der Pfarrer, der echt ja, etwas fragwürdig aussieht. Und hier sehen wir es jetzt. Also es wurde offensichtlich mit einer Sprühdose, wurden hier diese Engelsflügel besprüht.
Zum Abschluss gibt es dann noch ein Foto von Kaiser, hier mit eigenen Kaiser Grills sogar. Kaiserschnitt lesen wir hier. Okay. Dann kommen wir zur Album-CD. Erst packen wir noch hier diesen Flyer wieder mit rein. Die sieht so aus, also wie auch schon das Cover. Und so sieht das auf der Rückseite aus. Und dann kommen wir noch zu der zweiten CD. Das ist die Instrumental-CD. Die sieht so aus, etwas anders als die reguläre CD. Und auf der Rückseite kommt dann Kaiser, der hier scheinbar die Hände zum Beten gefalten hat, zum Vorschein. So, Instrumental-CD, reguläre Album-CD. Dann haben wir, wie gesagt, einen Sticker mit dabei, der sich hier drin befunden hat. So sieht er aus. Im Hochformat, also so Postkartenformat ist das. A6 dürfte das sein. Hier lesen wir einmal Kaiserschnitt, Antichrist und dann haben wir hier den roten Schriftzug. Also hier hat der gute Mann unterschrieben, direkt über sein Gesicht, Kaiser. Das hier war, glaube ich, das reguläre Cover von Antichrist. Also wenn man das ganz reguläre Album erworben hat, dann war diese Abbildung hier, Kaiser mit diesem wunderbaren Gesicht, glaube ich, das reguläre Albumcover. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diesen Button hier. Schauen wir mal, ob wir das Klebeband hier abbekommen. Jawohl. So, und auf diesem Button haben wir dann auch wieder das eben gezeigte Gesicht von Kaiser. Also das ist das reguläre Antichrist-Cover dann. Auf der Rückseite natürlich eine Sicherheitsnadel, bedeutet, ihr könnt diesen Button dann mit Hilfe dieser Nadel anbringen, wo immer ihr möchtet. Und dann kann man hier dieses wunderbare Gesicht zur Schau tragen. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Deluxe Edition befindet. Einmal der eben gezeigte Button, dann dieser Sticker hier, unterschrieben von Kaiser, sowie natürlich die Deluxe Edition des Albums Antichrist mit 17 Tracks plus 2 Bonus Tracks und Instrumental-CD. Ja, das alles in dieser wunderbaren Deluxe Edition Antichrist von Kaiser. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Deluxe Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kaiser unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.